Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich gerne die Voraussetzungen und die verschiedenen Hardware-Komponenten für einen PC bzw. Gaming-PC aufzählen und nennen bzw. erklären. Das ist Voraussetzung, wenn man sich einen eigenen PC zusammenstellen will und vor allem, wenn man ihn selbst zusammenbauen will. Ich habe noch einen zweiten Teil davon, wie man einen Gaming-PC oder einen PC zusammenbaut. Der Link ist dann in der Beschreibung. Kommen wir mal nun zu den Hardware-Komponenten. Der Computer im Allgemeinen besteht aus der CPU, dem CPU-Kühler, der meistens in der Boxed, oder eigentlich immer in der Boxed-Version der CPU mitgeliefert wird. Dann haben wir die GPU, die auch in Chip integriert sein kann, dazu kommen wir später. Dann haben wir den RAM, das Mainboard, das Netzteil, die Festplatte, das Gehäuse und gegebenenfalls, muss nicht vorkommen, das Laufwerk. Last but not least haben wir das Betriebssystem, das natürlich auch noch dazu kommt. Und daraus ist mal ein PC aufgebaut. Wir beginnen jetzt einfach mal bei der CPU. Was kann man zur CPU sagen? CPU steht für Central Processing Unit und ist der Hauptprozessor des PCs. Er berechnet Daten, das hilft zum Beispiel beim schnelleren Starten von Anwendungen und ist auch bei Spielen relativ wichtig. Unter anderem bei CPU-lastigen Spielen, wie zum Beispiel Arma oder auch Crysis. Da kann eine gute CPU relativ viel Leistung rausholen. So sieht sie aus. Wir haben hier eine der vierten Generation, auch Haswell genannt. Ich komme nachher später dazu mehr. Und eine i7. Wir sehen die ganz kleinen Pünktchen hier. Das sind die ganzen Verbindungspunkte. Und sind halt unterschiedlich in der Anzahl, je nach Generation. Die aktuellste Generation ist eben Haswell mit dem 1150 Sockel. Das heißt, wir haben 1150 kleine Pins, die dann eben mit dem Mainboard verknüpft werden. Wenn man sich mal überlegt, was für eine CPU man denn nehmen möchte, kommt man eigentlich immer auf zwei Hersteller. Man kommt auf Intel oder AMD. Während beide eigentlich relativ gut sind, muss man sagen, dass Intel-Prozessoren im Durchschnitt mehr leisten für weniger Geld, wobei AMD-Prozessoren nicht zu unterschätzen sind. Wir haben hier zum Beispiel mal von PC Games Hardware einen Benchmark und sehen eine Liste von vielen Prozessoren. Wer kann sehen, wo die erste AMD-CPU ist? Die erste AMD-CPU ist relativ weit hinten. Das ist dieser Efficiency Index Applications Online Test. Und zeigt eben ja, relativ wenig für die beste getestete AMD-CPU an. Wir können zum Beispiel das Ganze mal auf ein Spiel auch noch anwenden. Hier sehen wir Crysis 3 und wir können auch erkennen, dass der AMD-Prozessor ja, relativ weit hinten ist bzw. doch einige Frames einbüßen muss. Allerdings leistet der beste AMD-Prozessor, der getestet wurde, doch mehr als ein i5. Wir sehen hier, wie gesagt, 84 Frames bei dem. Im Vergleich jetzt zur Xeon-Serie, ungefähr 200 Euro, beide, je nachdem 200 bis 250, haben wir 16 Frames mehr. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich bin vielleicht noch ein bisschen voreingenommen, aber bei Intel kann man prinzipiell nichts falsch machen. Gut, dann haben wir die Intel-Generationen der i-Serie, das ist sozusagen die neueste Serie. Da haben wir verschiedene. Wir haben einerseits Nehalem, das kam Ende 2008. Dann haben wir Westmare, Ende 2009. Sandy Bridge, Anfang 2011. Ivy Bridge, April 2012. Und die neueste, das ist die Haswell-Generation, die es seit Juni 2013 zu kaufen gibt. Die Unterschiede bestehen eigentlich darin, dass es verschiedene Fertigungsprozesse gibt und eben verschiedene Größen der Chips. Es gibt auch kleine Performance-Verbesserungen, wie zum Beispiel eben ein verbesserter Grafikprozessor innen drinnen, der aber allgemein eh nicht sehr viel bringt, muss man ehrlich sagen, oder halt nur für einfache Aufgaben gedacht ist. Würde ich mich jetzt entscheiden müssen, würde ich Haswell nehmen, einfach weil es die neueste Generation ist, am meisten Leistung braucht, auch wenn es ein bisschen heißer wird als die vorigen Generationen. Jetzt, wo wir jetzt mal Haswell ausgewählt haben, jetzt ist ja die Frage, was ist eigentlich ein Sockel? Sockel ist genau das. Das findet man am Mainboard und hier sind die ganz kleinen Kontaktpins. Die CPU wird da reingelegt und verbindet sich sozusagen und dadurch werden eben die Daten übertragen. Und es gibt eben verschiedene Sockel. Der neueste ist eben der 1150er, eben mit 1150 Pins. Und das Mainboard muss eben auch mit der CPU kompatibel sein. Also es kann sein, dass das Mainboard dann eben einen anderen Sockel hat und die CPU eben diesen einen. Und die sind dann nicht kompatibel. Das heißt, man muss schauen, dass diese beiden auch zusammenpassen. Dann haben wir hier die Intel i-Serie. Die Intel i-Serie besteht aus verschiedenen Benennungen, verschiedenen Zielgruppen, kann man sagen. Wir haben einerseits
die i3-Serie, i5, i7, i7 Extreme und Xeon. Im Prinzip muss es nicht heißen, dass ein i5 oder ein i7 mehr Leistung hat als jetzt ein bestimmter, zum Beispiel, dass der i7 jetzt mehr Leistung hat als ein i3, was für gewöhnlich schon der Fall ist. Es richtet sich sehr nach der Preisklasse. Im Großen und Ganzen für Spiele-Performance reicht eigentlich ein i5, kann man sagen. Ein i7 ist dann schon relativ teuer, leistet aber auch mehr und kann sozusagen auch dieses Multithreading verwenden. Das heißt, dass ein Prozess auf mehrere virtuelle Kerne aufgeteilt wird. Eine CPU hat normalerweise Quad-Core mittlerweile, das heißt vier Kerne. Mit i7 oder auch i7 Extreme oder Extreme und Xeon wird das Ganze aufgeteilt. Das heißt, man hat 8 virtuelle Kerne und das heißt, ein Kern hat 2 virtuelle Kerne. Das heißt, 4 echte Kerne, 8 virtuelle Kerne. Und dadurch kann ein Prozess besser aufgeteilt werden, was dazu führt, dass Prozesse mehr Leistung bringen können, einfach weil es gleichmäßig auf die Kerne aufgeteilt wird. Der Xeon-Prozessor ist auch für Spiele eigentlich gedacht. Man kann sagen, auch natürlich für Server, aber auch für den Heimanwender. Darum geht es eigentlich. Wichtig ist, dass der Xeon-Prozessor kein iGPU hat, das heißt keine integrierte Grafik, das heißt kein Intel Graphics HD und damit braucht man eben eine extra Grafikkarte, das heißt ein DGPU, eine dedizierte Grafikkarte, dazu komme ich dann noch später. Last but not least haben wir jetzt hier die Prozessorbezeichnungen. Es gibt eine Nummer, zum Beispiel sagen wir jetzt mal 4690 und das ist aber nicht die einzige Art von diesem Prozessor. Es gibt die normale Serie, das ist eine, die man sozusagen normal verwenden kann. Es gibt Turbo Boost meistens und das ist eben das Limit. Das heißt, wenn wir den Turbo Boost zum Beispiel auf maximal 3,8 GHz haben, geht es nicht höher. Das ist eben das Problem, was man bei den normalen hat, dafür sind sie relativ billig. Dann gibt es die K-Serie und das ist das Besondere, die haben einen freien Multiplikator. Das heißt, man kann nun sagen, dass diese CPU übertaktet werden soll. Man kann damit übertakten, auch höher als Turbo Boost, solange halt die CPU noch halbwegs kühl läuft und kann eben selbst bestimmen, wie hoch sie getaktet ist. Kosten allerdings ein bisschen mehr, eben weil Intel auch die Leute dazu bringen möchte, dass sie i7-Prozessoren kaufen und eben nicht billige, sagen wir i3-Prozessoren gleich mit übertakten können. Deswegen ist dieser kleine Aufpreis. Es gibt dann aber noch die S-Serie. Das ist eine stromsparende Serie, die eigentlich auch relativ viel Leistung hat, aber sich eher zurückhält mit der Leistung und versucht eben stromsparend zu agieren. Und es gibt auch noch die T-Serie, die ist sogar noch stromsparender. Nun zum CPU-Kühler. Ja, also normalerweise stellt sich dann gleich mal die Frage, Boxed oder Tray? Das sind zwei Möglichkeiten, eine CPU zu kaufen. Die Unterschiede sind, dass bei der Boxed-Version man einen Kühler dabei hat, 3 Jahre Garantie und dass sie komplett neu ist. Bei einem Tray hat man das Problem, dass es schon eine Ware sein könnte, die zurückgegeben worden ist. Sie funktioniert natürlich noch, aber kann sein, dass sie eben doch schon gebraucht ist. Und vor allem, man hat keinen CPU-Kühler dabei, müsste sich selbst einen kaufen. Sie kostet ein bisschen mehr normalerweise als die Boxed-Version. Und hat eben nur ein Jahr Garantie drauf vom Hersteller dann. Also vom Händler, aber nicht vom Hersteller. Der Unterschied, hier haben wir zum Beispiel einen Boxed und hier haben wir Tray. Und wie gesagt, ich würde eher eine Boxed-Version nehmen. Hier haben wir Intels eigenen Kühler, muss nicht genauso ausschauen, aber so ähnlich. Reicht eigentlich für normale Aufgaben, wenn man jetzt nicht unbedingt übertakten will, hält die CPU schon halbwegs kühl. Allerdings wird sie trotzdem noch ziemlich warm. Für gute CPU-Kühler muss man ungefähr so 30 bis 50 Euro rechnen. Das sieht dann ungefähr so aus, wenn es eingebaut ist. Man muss sagen, die CPU wird dann relativ kühl. Auch im Gehäuse entsteht nicht so viel warme Luft. Empfiehlt sich eigentlich schon, aber wie gesagt, ist kein Muss. Kommen wir zur GPU, Graphics Processing Unit. Die ist dann eben für die Grafikausgabe am Monitor zuständig. Wir haben hier, wie schon vorhin erwähnt, zwei verschiedene Varianten. Wir haben einmal DGPU, ist ein dedizierter, und iGPU ist eben der integrierte. Und integriert ist eben bei den ganzen Intel i-Serien enthalten. Hält eben nicht so viel aus, das heißt im Großen und Ganzen für Office wird es reichen, für Google Chrome wird es reichen, für ein bisschen Chatten etc. Allerdings für Spiele wahrscheinlich nicht. Da braucht man dann eben eine eigene Grafikkarte. Und hier stellt sich wieder mal die Frage,
Nvidia oder AMD. Und im Vergleich zu den Prozessoren muss ich sagen, dass auch AMD hier schon sehr, sehr gut aufgeholt hat und dass Nvidia und AMD einfach Konkurrenten sind. Welche nun besser ist, glaube ich, kommt immer darauf an, wann welche Grafikkarte veröffentlicht worden ist, wie viel sie kostet und vor allem, und jetzt kommen wir auch, das gilt jetzt für beide, zu den Unterschieden zwischen Referenzdesign und Custom Design. Referenzdesign ist eben die Grafikkarte mit Kühler, die von zum Beispiel jetzt Nvidia oder eben AMD veröffentlicht worden ist. Wir schauen das jetzt mal in der Nvidia GeForce GTX 780. Das Referenzdesign hat eben nur einen Kühler, der ist sozusagen von Nvidia vorgegeben bzw. eingebaut worden. Und wenn das eben veröffentlicht wird bzw. freigegeben wird für andere Hersteller, können sie ein Custom Design entwickeln. Das heißt, sie können eigene Kühler draufschrauben oder auch eigene Chipsätze. Im Großen und Ganzen sind es aber normalerweise nur die Kühler, die eben im Custom Design sind. Hier sehen wir zum Beispiel beim zweiten, wir haben zwei Kühler, genauso wie unten. Es gibt auch welche, die haben eben dann drei Lüfter und so weiter und so fort. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass die Referenzdesignkarten oft relativ teuer sind, muss aber nicht sein. Aber vor allem sie kühlen nicht ordentlich, weshalb die Grafikkarte nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen kann und weshalb man auch nicht so hochtakten kann, weil eben die Grafikkarte sich wieder drosseln muss. Wichtig ist auch immer die Frage, wenn man eine Grafikkarte kaufen will, wozu braucht man sie eigentlich? Und wenn man jetzt spielen möchte damit, kommen wir mal zu dieser Frames-Übersicht. Wir kennen 60 Frames, Monitor wollen wir unbedingt haben. Interessant ist jetzt mal Folgendes. 25 FPS ist der Schwellwert für Flüssigkeit. Das heißt, wenn wir es flüssig sehen wollen, brauchen wir mindestens 25 Frames. Oder 25 Bilder pro Sekunde. Genauso ist es bei Videos zum Beispiel normalerweise. Es gibt viele Videos, die meisten mittlerweile sind schon bei 30 Frames. Das ist Standard. Auch dieses Video hat hier nur 30 Bilder und es läuft hoffentlich, weiß ich ja nicht, wie es bei euch ausschaut, flüssig. 40 Frames ist so ungefähr die maximale Wahrnehmung. Das heißt, alles, was darüber ist, können wir mit dem Auge gar nicht mehr wahrnehmen, beziehungsweise die Unterschiede sehen wir dann nicht mehr. Und 60 Frames ist normalerweise das Monitorlimit. Das heißt, wenn wir mehr mit der Grafikkarte hätten, könnte der Monitor die einfach nicht mehr anzeigen. Das neue Limit ist 144 Frames. Die Monitore sind allerdings relativ teuer und ob sie wirklich was bringt, ist so eine eigene Frage. Ob die Grafikkarten das überhaupt leisten können, ist auch noch eine andere Frage. Wichtig ist, Ruckler entstehen nicht nur durchs Auge. Das habe ich auch erst vor kurzem herausgefunden. Man müsste einfach mal ein Spiel hernehmen, zum Beispiel ein Let's Play, oder man geht einfach in ein Spiel rein und bewegt nichts mit der Maus und drückt auch auf keine Taste. Schaut einfach mal an, wie die Spiele herumlaufen. Es ist so, wenn man die Maus bewegt, spürt man eine leichte Verzögerung. Das heißt, oft leckt es oder ruckelt es nicht, weil man eben denkt oder weil man zu wenig Frames sieht und es nicht deswegen nicht flüssig läuft, sondern entweder eben, weil es nicht ganz konstant ist, weil die Frames eben schwanken. Oder aber, weil man die Maus bewegt und eben die Mausbewegung mit der Hand nicht synchron ist mit dem vom Bildschirm, weil es zu wenig Bilder gibt. Das ist der eigentliche Grund, warum man sozusagen 40 oder 50 Frames überhaupt verwendet oder 60 und es angeblich flüssiger sein soll, einfach weil man sich bewegt, weil man mit der Maus agiert. Oft ist es gescheit, V-Sync zu aktivieren, das limitiert dann die Frames auf 60, das reicht dann eben für einen Monitor und da man eben weniger Frames hat, beziehungsweise vielleicht die Grafikkarte mehr Frames ausgeben kann, braucht es nicht so viel Leistung, wird nicht so warm und hat noch ein bisschen Reserven, falls irgendeine Action-Szene kommt in Explosionen, die eben mehr Leistung benötigt. Wichtig ist auch immer die Konstanz, dass die Frames eben zum Beispiel konstant auf 40 bleiben oder konstant auf 60. Das kann man mit Programmen machen, wie zum Beispiel auch mit Bandicam, ohne aufzunehmen, auch kostenlos geht das. Und dadurch hat man sozusagen konstant diese Anzahl an Frames und es läuft dann wirklich flüssig, weil oft gibt es auch Frame-Einbrüche. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Minute lang 60 Frames, perfekt, und dann vielleicht für 5 Sekunden 30. Und dann merkt man schon den Unterschied. Das ist halt das Problem. Dementsprechend besser ein bisschen niedriger spielen und sie versuchen konstant zu halten. Wichtig ist auch, wenn man jetzt einen Monitor hat und überlegt, möchte ich jetzt zum Beispiel eine andere Auflösung haben. Wichtig ist, wir haben hier dieses Gesetz von dem Raum bzw. der Fläche. Wenn wir jetzt eine doppelt so hohe Bildschirmgröße haben oder doppelt so viel, also doppelt so lang, doppelt so breit, haben wir viermal so viel Pixel. Das heißt, zweifache Auflösung bedeutet viermal so viel Pixel. Das heißt, wenn man gerade mal 60 Frames schafft und nun hat man viermal so viel Pixel, bräuchte man vier Grafikkarten mit derselben Leistung. Und das sei jetzt auch nicht gesagt, dass sie im Sly- oder Crossfire-Betrieb, wenn man sie zusammenschließt, auch so viel Leistung bringen, aber theoretisch jetzt. Wir haben verschiedene Auflösungen von Monitoren. Die bekannteste sieht man jetzt hier eingeringelt, HD 1080p. Mittlerweile ist auch WQHD noch interessant, das ist dann das Doppelte von HD etc. etc.
Es kommt eigentlich nicht unbedingt auf die Pixel an, je nachdem natürlich, je mehr Pixel, desto mehr muss die Grafikkarte berechnen, desto weniger Frames hat man. Die Monitore kommen natürlich dann auch, sind auch immer teurer dann. Wir haben verschiedene Formate, wir kennen auch das ganz alte 4 zu 3 Format, haben wir 16 zu 10 und 16 zu 9. Man muss sagen, mit 16 zu 10, das ist so 1920 mal 1200, während 16 zu 9 zum Beispiel eben 1920 mal 1080 wäre. Muss sagen, man sieht nicht unbedingt mehr, es ist halt ein bisschen höher. Es kommt immer aufs Field of View an, wie nah man sozusagen reinzoomt, aber für gewöhnlich hat man mit 16 zu 9 den größten Überblick, muss man sagen. Welcher Monitor für einen geeignet ist, muss man eben selbst entscheiden. Wichtig ist halt, dass man nicht unbedingt übertreibt, beziehungsweise halt genug Leistung hat, um Spiele zu spielen. Und das, wenn es geht, natürlich flüssig, wenn man eine hohe Auflösung hat oder sogar mehrere Monitore. Es gibt auch noch eine Auflösung, das ist 21 zu 9, glaube ich. Ist dann relativ lang. Wie gesagt, es gibt viele Variationen, man kann auch mehrere Monitore verwenden. Da muss man sich halt selbst entscheiden. Gut, kommen wir zum Grafikspeicher. Grafikspeicher ist relativ wichtig, weil eben wichtige Texturen gespeichert werden, damit sie dann geladen werden können, ohne nochmal berechnet werden zu müssen. Hier ist GDDR5 Standard. Meist hat eine Grafikkarte einen Speicher von 1 GB, 2 GB, 3 GB oder 4 GB und es muss sich nicht unbedingt auf die Leistung auswirken. Für gewöhnlich mit nicht unbedingt HD-Texturen, also ganz gewöhnlichen Texturen, also sollten 2 GB für Full HD vollkommen ausreichen. Das heißt, 4 GB bringen eigentlich nicht viel. Es gibt aber eine Ausnahme. Da haben wir zum Beispiel den Sly- und Crossfire-Betrieb. Denn wenn wir eine Grafikkarte im Sly- oder Crossfire-Betrieb haben, dann haben wir eben diese zwei Grafikkarten, die sich den Speicher gemeinsam teilen. Das heißt, eine Grafikkarte, sagen wir, hat jetzt 2 GB Grafikspeicher und wir haben zwei Grafikkarten, das sind dieselben. Dann haben wir nicht, wenn wir sie im Sly- oder Crossfire haben, 4 GB. Nein, wir haben immer noch 2 GB, weil die 2 GB beider Karten sozusagen zusammenarbeiten. Ja, weshalb wir gleich mal zum Sly Crossfire übergehen. Was ist das eigentlich oder wozu braucht man es? Hätte ich vielleicht früher erklären sollen, aber macht nichts. Wie gesagt, Sly ist es bei Nvidia, so heißt es, und Crossfire ist es bei AMD. Sie beschreiben eigentlich beide dasselbe, den Zusammenschluss mehrerer Grafikkarten. Wenn man wirklich sich entscheidet, Sly oder Crossfire zu verwenden, dann ist es wichtig, dass man zwei gleiche Karten verwendet. Denn schließlich sollen sich die Leistungen gleich aufteilen und nicht eine extrem schlechte GPU damit einen extrem guten zusammenarbeiten, was nicht ordentlich funktionieren wird. Man hat oft eine Leistungssteigerung von nur ca. 80%. Das heißt nicht unbedingt, wenn ich jetzt mit sagen wir Battlefield 4 habe, 60 Frames mit dieser Grafikkarte, maximal liegt jetzt irgendwie mit VSync runtergesetzt oder so, maximal wirklich 60 Frames. Und ich habe jetzt zwei Grafikkarten im Sly oder Crossfire-Betrieb, heißt das nicht, ich habe gleich 120, sondern es werden ungefähr 110 sein. Man hat eben nichts, keine Steigerung von 200%, sondern eben nur 180 oder halt 80%. Wichtig ist auch, dass eben der Grafikspeicher geteilt wird und der hohe Stromverbrauch. Das heißt, man braucht dann auch ein Netzteil, das eben dem gewachsen ist. Und man hat die Gefahr von Mikrorucklern, das heißt, dass dann die Grafikkarten nicht abwechselnd arbeiten, sondern eben kurz mal zum Beispiel dasselbe Bild rendern, was dann dazu führt, dass es ganz paar FPS-Einbrüche gibt oder ein paar FPS weniger. Das heißt, oft ist eine starke Grafikkarte, aber nur eine besser als eben zwei schwache im Sly- oder Crossfire-Betrieb. Wenn man es ganz übertreiben will, so würde es ausschauen. Wir sehen oben diese Brücke. Die gibt es bei neuen Grafikkarten eigentlich gar nicht mehr. Das ist auch interessant. Und hier haben wir zum Beispiel bei vier Grafikkarten, die wahrscheinlich auch extrem viel an Watt fressen. Übertakten kann man auch noch eine Grafikkarte. Die gibt es auch schon ab Werk übertaktet. Das sind diese Overclocked OC. Versionen und bringen eben ein bisschen mehr Leistung, weil sie, aber werden auch doch oft wärmer, weil deren Taktfrequenz erhöht worden ist. Das kann auch beim Speicher gemacht werden. Das Problem ist nur, wenn man zu stark übertaktet, kann es eben zu sogenannten Artefakten kommen. Das sieht dann ungefähr so aus, sieht ein bisschen pixelig aus und passiert eben, wenn man zu stark eine Grafikkarte übertaktet. Für gewöhnlich passiert das aber erst ab so vielleicht 30, 40% der ursprünglichen Leistung, wenn die Grafikkarte sowieso schon zu heiß werden würde und wahrscheinlich auch gar nicht mehr ordentlich gekühlt werden könnte. Das heißt, sowas wie zum Beispiel 10 bis 20%, was gewöhnlich ist für eine übertaktete Version oder übertaktete Grafikkarte, sollten solche Probleme nicht auftreten für gewöhnlich. Kann sich natürlich ändern, kommt auch auf die Grafikkarte an. So viel mal zur Grafikkarte. Nun haben wir den RAM. Es gibt verschiedene RAM-Arten. Der DDR3-Standard ist mittlerweile schon überall verbreitet.
sieht dann ungefähr so aus. Hier haben wir Corsair Vengeance. Da sehen wir oben sogar noch einen Kühlkörper, der eigentlich nicht unbedingt notwendig ist heutzutage, denn die DDR3-Speicher sind eigentlich eh relativ kühl. Wir haben meist bei 32-Bit einen RAM-Verbrauch von 1 GB bei Windows, bei 64-Bit ca. 2 GB. Als Vergleich, Chrome braucht ca. 100 bis 300 MB und meist ist der Speicher nur inaktiv. Das heißt, dass er einfach mal gelagert worden ist. Wenn man die Anwendung wieder aufruft, wird sie aus dem RAM geladen, dadurch wird sie schneller geladen. Allerdings ist es meist so, dass aktiv relativ wenig gebraucht wird. Wenn man sich jetzt für einen RAM entscheidet und man braucht auf jeden Fall einen RAM, auf jeden Fall DDR3 nehmen. DDR4 kommt erst 2015, also es kann noch ein bisschen dauern, vor allem bis die Mainboards das unterstützen. Und wenn wir jetzt mal die Frage haben, 4, 8, 16 oder 32 GB, würde ich jetzt mal sagen 8 GB. Wichtig ist, dass man eben die 64-Bit-Version von Windows hat, sonst hat man maximal 4 GB. Beziehungsweise 3,7, das ist eben das Limit für das 32-Bit-Betriebssystem. 16 GB sind mehr als nur ausreichend, wenn man noch oft nicht mehr aktiv braucht, weil es eben inaktiv ist. 32 GB ist schon ziemlich übertrieben, würde ich nicht empfehlen, außer man will jetzt unbedingt Geld raushauen, weil, wie gesagt, der PC muss nicht unbedingt schneller laufen, nur weil man nur mehr RAM hat. Aber eben die Daten müssen nicht nochmal geladen werden, beziehungsweise müssen nicht nochmal verarbeitet werden vom Prozessor. Und wir haben einen Standard mittlerweile eigentlich von 1600 MHz, darauf sollte man achten. Man kann sie auch übertakten. Weniger ist dann, glaube ich, 1333,3 periodisch MHz. Allerdings 1600 sind nicht sehr teuer und, wie gesagt, weit verbreitet. Und wichtig ist Dual-Channel nutzen, das heißt, man muss nicht unbedingt denselben RAM-Stick nochmal haben, allerdings eben dieselbe Kapazität, das heißt 2x 4 GB ist auf jeden Fall besser als ein großes 8 GB RAM-Modul. Dementsprechend Dual-Channel nutzen, das heißt, dass die beiden sozusagen zusammenarbeiten. Das sieht man dann auch am Mainboard. Wir gehen gleich mal weiter zum Mainboard. Hier werden sozusagen alle PC-Teile miteinander verbunden. Das heißt, wir haben nun zum Beispiel die Grafikkarte, kommt in den PCI-Express-Slot, wir haben dann die Festplatten, kommen in den SATA-Anschluss, wir haben USB, wir haben alle wichtigen Anschlüsse, das ist sozusagen diese zentrale Leitstelle. Es gibt verschiedene Formformate, die sehen wir hier relativ gut, dank Wikipedia. Der Standard ist ATX, es gibt dann noch eine größere Version, eben um sagen mehr Komponenten anschließen zu können, auch eine Mini-ATX-Version für die kleinen PCs. ATX ist aber der Standard, würde ich jedem empfehlen. Wenn wir jetzt zum Mainboard kommen, gibt es ein paar Dinge, die man eben beachten muss. Das ist unter anderem die Größe, eben ATX-Formfaktor ist eine Norm, ist ein Standard. Die Anschlüsse beachten, welchen brauche ich. Brauche jetzt zum Beispiel FireWire, was mittlerweile schon ziemlich veraltet ist und kaum noch verfügbar. Braucht man USB 3.0, würde ich sagen, ja. Wie viele Anschlüsse ist dann wieder die Frage, zum Beispiel 8 Anschlüsse, wäre schon relativ viel. Oder was brauche ich sonst noch, welchen Chipsatz habe ich zum Beispiel. Größe eben auch beachten, hoppala, das hatten wir schon. Dann richtige Sockel eben für die CPU, dass sie eben auch reinpasst, wenn man sie kauft. Und die Frage ist auch, möchte man übertakten oder einen Sly-Betrieb starten? Die H97-Chipsätze sind eher für eine Grafikkarte gedacht, beziehungsweise für den normalen Endbenutzer, bringen ein bisschen Leistungssteigerungen, ein paar Leistungssteigerungen. Und beim Z97-Chips, das haben wir dann so, da können wir noch Sly verwenden zum Beispiel. Oft sind das solche Übertakter-Boards, die haben eigene Funktionen zum Übertakten, damit das auch stabil läuft. Und sind vielleicht ein bisschen schneller für gewöhnlich, weil sie eine höhere Boostrate haben und damit ein bisschen aggressiver vorgehen. Aber eigentlich ist nichts gegen ein 50-Euro-Motherboard einzuwenden. Hier haben wir zum Beispiel das Asus H97 Pro und hier sehen wir die verschiedenen Anschlüsse. Wir haben eben die USB-Ports zum Beispiel, auch eine Soundkarte integrierte, die Audioanschlüsse, LAN. Hier kommt sozusagen alles zusammen und was für Anschlüsse eben drauf sind, das ist unterschiedlich. Das kommt eben dann drauf an und da muss man sich eben selbst ein bisschen das anschauen, überlegen, was brauche ich nicht. Es lohnt sich aber nicht, jetzt Geld extra draus zu haben, wenn man denkt, der Computer wird dadurch schneller. Ich meine, vielleicht ein 30-Euro-Motherboard würde ich jetzt auch nicht nehmen, aber alles ab 50 Euro ist wirklich in Ordnung. Mein eigenes kostete ungefähr 90 Euro und das ist eben genau das. Was vielleicht noch relevant ist, ist der Unterschied zwischen dem BIOS, das sehen wir hier. Das ist diese ganz alte Options,
Einstellungsanwendung am Start, die eben auf der Mainboard selbst verankert ist, ist mittlerweile schon ziemlich veraltet. Der neue Standard ist dieser UEFI, der hat auch eine Mausbedienung und es sieht schon wesentlich übersichtlicher aus. Also ich denke mal, als Laie hat man es da schon wesentlich leichter. Oft kann man zwischen diesen zwei Modi umschalten, UEFI zu verwenden oder zu haben, ist sehr, sehr praktisch heutzutage. Würde ich sehr empfehlen. Dann kommen wir zum Netzteil. Ein normales Netzteil, zum Beispiel vom Be Quiet, hat eben verschiedene Schutzmechanismen. Da haben wir OCP-Überstromschutz, OVP-Überspannungsschutz, dann haben wir UVP-Unterspannungsschutz, SCP-Kurzschlusssicherung, OTP-Übertemperaturschutz, OPP-Überlastschutz. Und das alles kommt zusammen und heißt eigentlich nur, dieses Netzteil schützt die inneren Komponenten vor Schaden, wenn irgendetwas schieflaufen sollte. Es kann passieren, es gibt einen Kurzschluss, es gibt keine ordentliche Stromversorgung, das heißt zu wenig Strom, oder es schlägt ein Blitz ein und der Blitzleiter funktioniert nicht und man hat auf einmal eine Überspannung. Das Netzteil schaltet sich sofort ab und verhindert, dass die Komponenten kaputt werden. Wenn man ein schlechtes Netzteil hat, ist das Problem, dass es eben solche Funktionen nicht hat, was dazu führt, dass eben die Komponenten darunter leiden könnten, wenn irgendwas schieflaufen sollte. Das heißt, da sollte man nicht sparen, aber auch nicht übertreiben, das ist auch wichtig. Wir haben hier zum Beispiel das Be Quiet Netzteil und sehen hier das Mainboard-Kabel eben ein bisschen abgeschnitten hier, aber prinzipiell wird es hier verlaufen. Das ist das Stromkabel und es ist teilweise modular. Modular heißt, dass man sozusagen die ganzen Steckverbindungen selbst anstecken kann. Das heißt, sozusagen, es kommt kein Kabel aus dem Netzteil raus. Hier haben wir es eben teilweise, weil eben das Motherboard-Kabel rauskommt aus dem Netzteil und nicht abzustecken ist, während eben die Laufwerkanschlüsse, hier haben wir sie, eben das schon können. Wir können an einen Drive-Anschluss zwei SATA zum Beispiel Festplatten anschließen und noch ein paar andere Komponenten, aber für gewöhnlich reicht ein Anschluss für die Stromversorgung von zwei Stück, das heißt mit diesem Ding könnte ich theoretisch sechs Festplatten betreiben und dann haben wir noch einen PCI Express Anschluss für die Stromversorgung, das ist dann für die Grafikkarte normalerweise gut, das wäre zum Beispiel LAN Crossfire kompatibel, weil man eben zwei Stromanschlüsse, zwei Verbindungen hat. Dann haben wir zum Beispiel den Stromverbrauch, damit ihr wisst, was für welche braucht. Ich meine, es gibt ja verschiedene Wattzahlen, je nachdem, wie viel Leistung man hat oder halt braucht. Durchschnittlich kann man sagen oder allgemein kann man sagen, 85 Watt braucht eine CPU. Um die 50 bis 400 Watt, das kommt ganz auf die Grafikkarte an, verbraucht ihr mehr als die Grafikkarte. Kommt eben auch auf dem Idle an oder auf die maximale Auslastung. Normalerweise ist eine Grafikkarte nie immer auf 100%. Das heißt, manchmal reicht es vielleicht kurz Spitzenwerte von, sagen wir jetzt 300 Watt und geht nachher wieder auf konstante 200 zurück oder so. Kommt, wie gesagt, darauf an, welche Grafikkarte man hat. Um die 50 Watt braucht ungefähr das Mainboard, eine Festplatte ca. 10 Watt, Lüfter jetzt ungefähr 5, schwer zu sagen, aber so durchschnittlich. Wichtig ist, man muss nicht mit der Wattanzahl übertreiben. Man könnte sich jetzt sicher ein 1000 Watt Netzteil nehmen, aber der Wirkungsgrad ist dann auch nicht mehr so effektiv. Den sollte man auch beachten, da gibt es auch verschiedene Netzteile, die zum Beispiel jetzt 500 Watt versprechen, allerdings eben nur 50% davon bringen. Und gute Netzteile haben eben einen hohen Wirkungsgrad und schaffen dann schon 95% von der versprochenen Leistung. Wichtig ist auch, ein bisschen Luft nach oben zu lassen. Eben manchmal kann es sein, dass die Grafikkarte oder die CPU dann doch mehr braucht. Man will übertakten, braucht deswegen eben mehr Energie, mehr Strom. Und deswegen sollte man nicht gerade an der Grenze sitzen, aber eben übertreiben nicht. Für eine normale Grafikkarte, normales Board, normales System bräuchte man ungefähr maximal 500 Watt, 600 wäre schon relativ viel. Ausgenommen natürlich, wir haben einen Sly Crossfire-Betrieb, da wird es dann schon wieder heftiger. Oder man hat mehrere CPUs, was aber relativ selten vorkommt. Wichtig ist auch eben auf die Qualität zu achten. Ein schlechtes Netzteil kann eben jede Komponente im PC schaden oder schwächen oder gefährden. Und dadurch hat man eben höhere Schäden oder höhere Unkosten dann, wenn irgendwas passiert. Weil normalerweise ein gutes Netzteil fängt eben jedes Problem, jeden Kurzschluss, alles ab und schützt jede Komponente im System. Dann haben wir die Festplatte, die speichert natürlich die Daten. Wir haben SSDs, die relativ viel Leistung bringen, weil sie eben digital sind, wie zum Beispiel USB-Sticks, also da dreht sich keine Scheibe drinnen und kann eben dazu führen, dass das System in ca. 15 Sekunden schon hochfährt. Wichtig dabei ist dann eben SATA 6 Gigabit pro Sekunde, oft wird SATA 3 genannt, fälschlicherweise, eben verwendet. Das ist der neue Standard und bringt vor allem den SSDs etwas, weil sie eben dann doppelt so viel Leistung wie SATA 3 Gigabit pro Sekunde haben.
HDD ist dann eben meistens für die Daten gut und SSD für das System. Auf der SSD könnte man auch ein bis zwei wichtige Spiele draufgeben. Die HDDs sind im Allgemeinen relativ groß, schwer, eben rotieren und haben verschiedene Drehzahlen. Wie oft bringt es nicht mehr, bringt SATA 6 Gigabit fast gar nichts, weil die HDDs nicht schneller sind. Wir haben verschiedene Umdrehungen, 5400 eigentlich, mein Fehler, 7200 und 10.000 haben wir auch. Das ist diese Velociraptor von Western Digital und auch die Green, die eben verschiedene Geschwindigkeiten hat und ersparend funktioniert. Welche man jetzt braucht, muss man selber entscheiden. Es ist so, dass schnellere HDDs natürlich relativ gut sind, auch oft schneller ein bisschen auf die Daten zugreifen können, weil sie schneller geladen werden. Allerdings mit einer SSD ist es nicht unbedingt notwendig. Wir haben zum Beispiel die Samsung 840 Evo und SSDs sind nicht mehr so teuer wie früher. 120 GB kosten mittlerweile 70 Euro. Früher, meine habe ich noch damals für 300 gekauft, also das war vor ungefähr 3 Jahren, die Preise sinken. 250 GB kosten ungefähr 110 Euro, 500 GB ungefähr 200 Euro, 750 GB ca. 350 und 1 TB gibt es mittlerweile auch schon, 360 Euro. Eine SSD kann ich wirklich ans Herz legen. Oft, wenn man nur das System braucht, braucht man eigentlich nicht mal mehr als 60 GB. Wir haben hier zum Beispiel eine Festplatte. So sieht eine 3,5 Zoll Festplatte aus. Eine Western Digital WD Caviar Black. Dann haben wir das Gehäuse. Und welches Gehäuse ihr nun wollt, das kommt ganz auf euch an. Es ist halt unterschiedlich. Es kommt eher darauf an, wo man eben Lüfter haben will, wie viele, wie groß es sein soll, was für Fächer es haben soll, für Laufwerke, für Festplatten etc. 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 und was für Funktionen oder Zusätze. Dann haben wir hier zum Beispiel einen Cooler Master CM690 in der dritten Generation und sehen eben, da, wie es ausschaut, wenn man es aufmacht. Wichtig ist, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen, aber wichtig ist, dass die Luftzirkulation passt, das heißt, dass vorne und eben unten Luft angesaugt wird und eben oben und hinten wieder rauskommt. Wie man es genau verteilt, muss man halt eben schauen. Wichtig ist, dass eben eine ordentliche Luftzirkulation stattfindet. Weiters haben wir das Laufwerk. Das Laufwerk ist wichtig für CDs und DVDs bzw. Blu-rays, ist heutzutage fast nicht mehr notwendig, weil man auch Windows mittlerweile mit einem USB-Stick installieren kann. Oft braucht man auch nicht mehr als CD- und DVD-Laufwerke, die 20 Euro kosten. Blu-ray-Laufwerke sind dann schon mit 60 Euro etwas teurer und braucht man wirklich nur, wenn man Blu-rays hat und anschauen will. Nicht zu vergessen, last but not least, haben wir das Betriebssystem. Denn das ist bei Fertigsystemen zwar schon dabei, aber allerdings, wenn man selbst zusammenbaut, natürlich nicht. Man kann es sich illegal runterladen, ich sage jetzt nicht wie. Allerdings ist es oft gescheitert, natürlich, wenn das System schon mal virenfrei ist und ganz sicher hundertprozentig nichts falsch ist und man sich vielleicht auch an den Windows Support bzw. Microsoft Support wenden kann. Ich würde empfehlen, Windows 7 zu kaufen oder Windows 7, weil es am stabilsten läuft. Windows Vista ist nicht gerade das Gelbe vom Ei und Windows 8 ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe eigentlich nicht so viel gegen Windows 8, aber viele Spiele sind eben besser auf Windows 7 optimiert und ich finde Windows 7 auch benutzerfreundlicher. Das ist jetzt mal nach 32 Minuten, kommen wir langsam zum Ende, haben wir die Übersicht und zum Schluss haben wir noch die Kostenfrage bzw. Preis-Leistung. Man muss halt immer überlegen, was will ich eigentlich? Und wichtig ist dabei, in die Zukunft zu denken. Ich meine, diesen PC, den man jetzt hat, wird man wahrscheinlich noch 2, 3 bis 5, 6 Jahre doch verwenden, zumindest das Gehäuse oder die ursprünglichen Komponenten, womit nicht alle gleich wieder austauschen, sondern eher Stück für Stück. Und wenn man halt ein bisschen mehr ausgibt, schon ein bisschen tiefer in die Tasche greift, hat man den Vorteil, dass man eben auch in Zukunft noch abgesichert ist. Man kann auch Spiele spielen, vielleicht auf Ultra, von mir ist auch noch auf Hoch und kann sie immer noch flüssig spielen, denn natürlich die Spiele werden mehr Leistung haben, es wird bessere PCs geben und es soll ja eine Weile halten, nicht nach einem Jahr schon wieder schrottreif sein, weil man die Komponenten von vor 3 Jahren gekauft hat. Anwendung ist immer wichtig zu beachten, schließlich bringt es nichts, wenn ich jetzt die beste Grafikkarte habe, sagen wir eine Titan oder von mir ist gleich 4 Titans im Sly und dann eigentlich nur Office verwenden möchte. Ich meine, schön und gut, vielleicht wird es ein bisschen schneller laden, aber ob es mir dann diese 4.000 Euro, weil eine Titan 1.000 Euro kostet,
wirklich wert ist und vor allem, und das ist auch wichtig, der Stromverbrauch. Eine Grafikkarte verbraucht eben ungefähr 200, 300 Watt und wenn ich dann 4 Stücke davon hätte, bräuchte ich schon sehr, sehr viel und es kommt im Jahr dann auch auf eine Stromrechnung von 500 bis 600 €. Da fragt man sich dann doch, lohnt es sich das wirklich so viel auszugeben? Wichtig ist auch, aktuelle Produkte zu nehmen. Man kann auch alte Produkte nehmen. Oft gibt es dann mehr Rezensionen dazu, zu den ganz alten natürlich, weil es eben mehr Leute gibt, die es gekauft haben. Aber oft bringt es eben auch Verbesserungen mit sich und dadurch hat man eben auch einige Vorteile. Man sollte halt nicht alte Chipsätze verwenden, alte CPUs etc. Es kommt halt immer darauf an, wie alt. Aber für gewöhnlich eher auf die aktuellen Produkte schauen, auch wenn es jetzt nicht die High-End-Produkte sind. Ein i5 zum Beispiel, ein aktueller, kann mehr Leistung bringen als ein i7 von vor 3 Jahren. Kompatibilität beachten, dass zum Beispiel der Sockel stimmt, dass alles miteinander harmoniert, dass die Anschlüsse passen, dass man die Kabel dabei hat. Oft sind die Kabel schon dabei. Ich sage das mal allgemein. Bei zum Beispiel der Grafikkarte sind ein paar Adapter dabei. Beim Netzteil, zumindest von Be Quiet, waren eben die ganzen Stromanschlüsse dabei, sowohl für die Grafikkarte, als auch fürs Mainboard, als auch für die CPU. Und die SATA-Kabeln sind dann da auch beim Mainboard dabei. Und somit hat man eigentlich schon fast alle Kabel, die man braucht. Und die Gehäusekabel sind schon im Gehäuse integriert. Umso besser, weniger Probleme beim Anschließen, zumindest auf einer Seite. Und im Großen und Ganzen sind eben schon alle Komponenten, wenn man diese ganzen Teile kauft, die ich eben jetzt erklärt habe, schon dabei. Wichtig ist, oder ganz am Schluss, letztes Wort hier, gibt es natürlich noch den Monitor, die Tastatur, die Maus und gegebenenfalls ein Headset, Mikrofon, Kopfhörer etc. oder Lautsprecher. Dazu sage ich jetzt mal nicht so viel. Muss man eben auch für sich selbst schauen, was braucht man. Aber ganz am Schluss möchte ich sagen, immer überlegen, wozu braucht man es. Nicht unbedingt übertreiben, aber jetzt auch nicht unbedingt sparend vorgehen, weil man eben nach einem Jahr wahrscheinlich denkt, ja, meiner kann schon wieder nichts, ich brauche schon wieder neue Komponenten, damit zahlt man dann noch mehr. Ich hoffe, ich konnte jetzt mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Ich habe, wie gesagt, noch einen zweiten Teil, wo ich den PC zusammenbaue und ein bisschen erkläre, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich bin jetzt auch kein großer Profi, aber kenne mich halt ein bisschen in der Materie aus. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch, abonnieren. Ich werde vielleicht noch ein paar andere machen. Wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen. Ich werde dann auch mein System posten, was ich für eins habe. Ein aktuelles eben, würde sagen aktuell zu Juli 2014. Ich hoffe, die Anleitung wird noch eine Weile aktiv sein. Wenn sie jetzt schon etwas älter ist, bitte ich das zu verzeihen. Es natürlich ändert sich das laufend, aber ich denke mal, für dieses Jahr zumindest sollte dieses Video flächendeckend sein, also wirklich alles abgedeckt haben, was wichtig ist. Noch einmal vielen Dank fürs Schauen und ja, ein Abonnement ist sicher nicht schlecht. Danke.